Das ist er, der Neue auf dem Trainerstuhl bei Eintracht Frankfurt. Oliver Glasner, Österreicher, 46 Jahre alt, zuletzt sehr erfolgreich beim VfL Wolfsburg. Heute wurde er offiziell in Frankfurt vorgestellt. Und wenn es am Donnerstag ins erste Training geht, hat er sich eines ganz besonders vorgenommen. Das hat er heute ein paar Mal betont. Und dann ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir die Spieler kennenlernen. Ich denke, ganz wichtig ist, dass eben das steht in den nächsten Wochen im Vordergrund, die Mannschaft kennenzulernen. Dazu muss ich die Spieler natürlich und die Mannschaft zuerst mal kennenlernen. Wie gesagt, Mannschaft kennenlernen. Mit der Eintracht startet Glasner in gleich drei Wettbewerben: Bundesliga, Pokal, Europa League. Wie groß ist der Respekt vor der Dreifachbelastung? Ich habe Respekt davor, aber überhaupt keine Angst, sondern ist ja schön. Dann zu spielen, geht auch dann erst im September los. Ich sehe es als Dreifachbelohnung, weil ist ja was Herausragendes, was die Mannschaft geleistet hat in der letzten Saison. Und heuer wollen wir das dann natürlich genießen und möglichst lange rausziehen. Dafür spielen wir Fußball. Nico Heimer ist Teil der Fußballplattform One Football und vor allem Eintracht-Fan durch und durch. Für ihn ist Oliver Glasner eine gute Lösung, wenn auch keine so richtig überraschende. Man hat einfach als Fan, habe ich immer so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht, wenn wir was ganz Verrücktes uns überlegen und da kommt jetzt jemand aus Gott weiß woher, aus Japan, von dem noch keiner was gehört hat und der hat den Fußball heimlich neu erfunden und keiner hat es mitbekommen, dann wären wir nächstes Jahr Meister. Also man muss ganz klar sagen, das hat bei mir auf nichts basiert, außer aus wieder mal surrealer Hoffnung. Wohin soll sie führen, die vielleicht wilde Fahrt mit Eintracht Frankfurt? Was ist das Ziel? Da will sich Glasner noch nicht festlegen. Stattdessen kommen sogar ungewöhnliche Töne von einem Trainer auf die Frage, was ist wichtig in der kommenden Saison? Ich bin jemand, der vielleicht mal mit einer Niederlage zufriedener ist wie mit einem Sieg. Ja, wenn die Art und Weise passt, wenn ich sehe, die Spieler gehen an ihre Grenzen, wir haben einen super Teamspirit, ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Wie treten wir auf? Wie spielen wir? Dass man sieht, dass wir die Ideen, die wir als Trainerteam im Kopf haben, dass wir es schaffen, denen die Ideen den Spielern zu vermitteln, sie dadurch auch besser zu machen, sie weiter zu entwickeln, ist so jetzt, was man häufig hört, aber auch den Spielern einfach in ihrer Karriere etwas mitgeben, von dem sie profitieren. Aber wer Wolfsburg in die Champions League führt, der kann das doch auch mit der Eintracht, oder? Was sagen die Fans zu Oliver Glasner? Glasner ist der perfekte Nachfolger. Punkt. Die Leistung wird stimmen. Hätte nicht gedacht, aber der Oliver Glasner ist mir jetzt schon sympathischer, als es Adi Hütter je war. Total authentisch. Oliver Glasner, super Typ. Könnte ihm stundenlang zuhören. Willkommen in Frankfurt. Oliver Glasner lächelt in einer Minute mehr als Adi Hütter in allen Interviews zusammen. Blicken wir mal etwas zurück auf die Trainerhistorie der letzten Eintracht-Jahre. Der Tiefpunkt vor gut 10 Jahren mit Christoph Daum. Die SGE steigt aus der Bundesliga ab. Daum kommt auf den letzten Metern noch für Michael Skibbe mit, nun ja, klassischen Daum-Weisheiten. Wenn der Kopf richtig funktioniert, dann ist er das dritte Bein. Aber egal mit wie vielen Beinen, den Abstieg kann auch Daum nicht verhindern. Man hatte damals so das Gefühl, und das hatte ich jahrelang bei der Eintracht, dass nicht sonderlich professionell gearbeitet ist von den sportlichen Entscheidern. Für mich war dann die Verpflichtung von Christoph Daum war eigentlich da das perfekte Beispiel für. Man kommt von einem Trainer, wo man weiß, okay, der ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, der funktioniert nicht mehr so richtig. Und jetzt holt man direkt den nächsten, wo das vielleicht noch viel schlimmer der Fall ist. Das war für mich damals schon bezeichnend. Und man hat einfach einige Entwicklungen im Weltfußball verschlafen. Es folgt Armin Fee. Mit ihm gelingt der direkte Wiederaufstieg. Über Thomas Schaaf und nochmal Armin Fee dreht sich die Eintracht kurz im Kreis, bevor dann in der Saison 15-16 Niko Kovac kommt. Niko Kovac ist einer der, und da muss man wieder so einen neuartigen Begriff benutzen, besten Man-Manager, die ich in meiner Karriere als jemand, der den Fußball verfolgt, jemals erlebt habe. Man sieht es heute in Monaco, bei Bayern hat es nicht funktioniert. Niko Kovac ist ein absoluter Experte darin, die Kabine hinter sich zu bringen und dieses Wir-gegen-die-Welt-Gefühl zu entfachen, was viele gute Trainer so schaffen können. Dieses Gefühl, diese Kabine hier ist ein Kreis, aus diesem Kreis kommt nichts raus und wir müssen gegen alle anderen arbeiten. Es sind nur wir, kein anderer wird uns helfen. Ein Gefühl, eine Einstellung, die Eintracht Frankfurt 2018 unter Niko Kovac auch zum Pokalsieger gemacht hat. Eintracht! Eintracht! Eintracht!
Und dann ab 2018/19 Adi Hütter. Mit ihm zieht die Eintracht ins Halbfinale der Europa League, scheitert an Chelsea nur im Elfmeterschießen. Den alten Adi Hütter und den neuen Oliver Glasner verbindet einiges. Eine Trainerfreundschaft und eine ähnliche Art, Fußball zu spielen, die der Neue aber weiterentwickeln will. Ich schätze Adi sehr als Mensch und als Trainer und ich finde auch, er hat hier einen hervorragenden Job gemacht mit der Eintracht. Wir wollen sicherlich das ist offensiv ausgerichtete Spiel beibehalten. Eintracht letztes Jahr 69 Tore, super, ja. Immer schwer zu verteidigen, schwer ausrechenbar in der Offensive. Diese Kreativität, diese Unberechenbarkeit wollen wir beibehalten und wollen vielleicht ein Stück mehr Balance ins Spiel bringen, in der defensiven Absicherung, um hinten den Laden etwas öfter dicht zu halten. Eintracht-Kenner Nico Heimer zumindest ist zuversichtlich. Aber kann Oliver Glasner die Eintracht tatsächlich in die Champions League führen? Für mich als Fan, wenn wir sagen können, dass wir in den nächsten 5 Jahren uns 4-mal europäisch qualifizieren und dann ist es mir ehrlich gesagt egal, ob es die Champions League ist, dann glaube ich, ist das höchst erfolgreich. Höchst erfolgreich. Und das muss der Anspruch sein. Man muss auf ein Plateau kommen. Genau das, was man eigentlich immer vermeiden will in der Entwicklung einer Mannschaft, muss die Eintracht schaffen, aber auf dem höchsten Niveau, das es halt gibt in Deutschland. Das ist das internationale Geschäft. Hauptsache, die Eintracht-Fans haben, wie schon in der Vergangenheit, was zu feiern.